Monate als, ich glaube, auf 12 Monate verkürzt worden war der damalige General, jetzt eben auf diese 6 Monate. Und es gibt natürlich einige, die sagen, naja, also bei 6 Monaten muss man sich ernsthaft überlegen. Und deshalb haben wir heute unsere Frage des Tages damit verknüpft, warum nicht gleich eine Berufsarmee? Wir wollen mal kurz zeigen, dass die Wehrpflicht in Deutschland aus der Geschichte heraus entstanden ist. Dankeschön. Genau, schauen wir in die Zeit des Kalten Krieges zurück. Da wollte die Bundeswehr, die Bundesrepublik wehrhaft sein. Hunderttausende Infanteristen sollten sich im Fall der Fälle der Roten Armee entgegenstellen. Ja, und auch nach Reich und Diktatur sollte die Armee nicht mehr der Staat im Staat sein. Deshalb die Wehrpflicht. Aber die Bundeswehr hat sich verändert. Ja, und auch die Wehrpflicht hat sich verändert. Zeitweise betrag sie 18 Monate, jetzt ja ab Oktober dann nur noch 6 Monate. Und da fragt man sich wirklich, macht das noch sinnvoll, ist das nur noch sinnvoll, so ein Praktikum von 6 Monaten bei der Bundeswehr? Sollte die Bundeswehr nicht eigentlich jetzt langsam das sein, was sie eigentlich schon vorgibt zu sein, nämlich eine moderne Berufsarmee, wie hier in diesem Werbefilm? In den Laufbahnen der Unteroffiziere und Mannschaften sorgen sie für Bewegung. Ob als Mechaniker, Logistiker oder Kraftfahrer. Sie garantieren die Umsetzung der Aufträge vor Ort. Machen Sie den Schritt Ihres Lebens. Entscheiden Sie sich für Ihre Zukunft im Team der Bundeswehr. Also wie gesagt, das ist ein Werbefilm und klar fehlt da etwas, nämlich der Fakt, dass bei der Bundeswehr geschossen, getötet und gestorben wird. Das ist dann sozusagen Berufsrisiko. Was meinen Sie zu den 6 Monaten Schnupperkurs? Also wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie man das begründet. Es ist im Koalitionsvertrag drin, das ist das große Politische. Die FDP hat sogar die Wehrpflicht komplett abschaffen wollen, sitzt jetzt mit einem Koalitionspartner in der Regierung, die sagen, nee, wir müssen unbedingt dran festhalten. Und jetzt hat man sich auf 6 Monate geeinigt und auf diesen Termin. Ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also zu Gutenberg sagt ja, man könne das besser ins Leben integrieren. Ja, natürlich hat es vielleicht Vorteile für den, der danach eine Lehre machen will, oder es hat Vorteile für den, der besser mit seinem Studienplatz zurechtkommt. Nur es hat auch Vorteile für die Bundeswehr, denn wir haben über die letzten Jahrzehnte immer wieder gesehen, wenn junge Menschen zur Bundeswehr kommen, weil sie müssen durch die Wehrpflicht, und dann bleiben auch ein paar hängen. Dann bewerben die sich, dann werden das Zeit- und Berufssoldaten. Wir sagen, der Laden ist ja gar nicht so schlecht, das ist spannend hier, das ist toll. Also Roland Günther aus Kassel hat uns geschrieben. Das kann ja kein Argument sein. Der fragt nämlich genau nochmal danach. Der sagt, sehr geehrter Herr Oberstleutnant AD, was halten Sie von einer abermaligen Kürzung? Als ehemaliger Zeitsoldat und Feldwebel der Luftwaffe kann ich mir in einer solch kurzen Zeit keine sinnvolle Ausbildung zu Soldaten in irgendeiner Fachrichtung vorstellen. Da hat er recht. Und wenn er als ehemaliger Soldat oder als aktiver Feldwebel war, das ist die Meisterebene, das ist so wie ein Bäckermeister, dann muss man sich vorstellen, er hat vielleicht sogar selber ausgebildet. Ich habe selber ausgebildet, damals waren meine Rekruten 12 Monate bei mir und wir mussten schon gucken, wie wir die sinnvoll in 12 Monaten nach den Regeln, die wir hatten, eben ausgebildet haben. Wenn das Ganze jetzt reduziert wird auf 6 Monate, muss man wissen, die Grundwehrdienstleistenden, die Wehrpflichtigen, gehen nicht in den Auslandseinsatz. Dafür bringen die nichts, weil sie einfach zu wenig Ausbildungszeit haben. Bestimmte Dinge wie, ich mache mal eben einen Führerschein, ich lerne mal eben eine Sprache, ich werde fachlich in ein bestimmtes Waffensystem eingewiesen, kann eigentlich in diesen 6 Monaten gar nicht mehr stattfinden. Okay, es gibt trotzdem Argumentationen von Herrn zu Gutenberg, die wollen wir uns nochmal anschauen. Genau, im Internet viel wird darüber gesprochen, über diese Wehrzeitverkürzung auf Portalen wie zum Beispiel soldatenglück.de. Wir lesen da mal ein paar durch, schlagt mich, aber ich finde das neue Konzept stimmig, militärisch nutzbar sind weder die heutigen 9er noch die zukünftigen 6er, also die, die 9 Monate leisten und die 6 Monate leisten, werden hier angesprochen. Dann eine weitere Wortmeldung. Die Bindung an die Gesellschaft halte ich für eine hohle Phrase. Die Gesellschaft will auch heute nichts von der Armee wissen und die Wehrpflicht
Pflichtigen steigern nicht gerade den Ruhm. Derselbigen eine weitere Meinungsäußerung auf diesem Soldatenportal. Militärisch gesehen ist alles unterhalb der W18, also 18 Monate Wehrdienst, auf gut Deutsch Bullshit. Seit der ewigen Kürzung des Wehrdienstes ist die Qualität der Wehrpflichtigen als einsatzverwendungsfähige Soldaten gegen Null tendiert. Und zu guter Letzt, W6 ist ein Kompromiss der schwarz-gelben Nichtregierungsorganisation, schreibt hier einer, mal wieder auf den Schultern der Bürger, diesmal der Staatsbürger. Also Herr Timmermann, wenn ich Ihre Argumentation noch mal so aufnehme, zu sagen, naja, aber wir brauchen ja junge Leute, die sich das anschauen und die vielleicht sagen, ich finde das eigentlich ganz gut hier, dann würden tatsächlich 3 Monate reichen. Ich habe ja gesagt, das ist ein Argument, was die Bundeswehr gerne bringt. Das ist ein Vorteil der Wehrpflicht, aber ich habe nicht gesagt, dass das die Begründung für die Wehrpflicht sein darf. Ich habe gesagt, die Begründung muss eigentlich eine andere sein. Da muss man sagen, wieso zwingen wir jedes Quartal über 40.000 junge Menschen dazu, für unseren Staat in Uniform ihren Dienst zu leisten? Und sich womöglich, wie Herr zu Guttenberg auch noch sagte, zu langweilen. Ja, das ist auf, ob bei W3, W6, W9, egal wie lange die Soldaten da sind, wenn sie zu uns gezogen werden und sich langweiligen, dann haben die Ausbilder einen Fehler gemacht. Also zu Guttenberg war er bei den Gebirgsjägern. Ja. Wenn er jetzt davon erzählt, dass man sich nicht langweilen soll in dem Wehrdienst, muss man sich nicht mehr wundern, warum es zu so manchen Exzessen kommt? Das kann durchaus damit zu tun haben. Das heißt, es gibt Freiräume innerhalb eines Wehrdienstes, der dazu führt, dass unangenehme Aufnahmerituale entstehen? Also ich warne vor dieser Verallgemeinerung. Und ich möchte auch noch mal deutlich auf was hinweisen. Wir hatten in den 60er, 70er, 80er Jahren eine ganz andere sicherheitspolitische Dimension. Ich will jetzt nicht mit der großen Politik anfangen und dem Kalten Krieg, aber das hat zu etwas geführt. Die Kasernen waren voll. Wochenende wurde nicht nach Hause gefahren. Ab 16, 17, 18 Uhr waren auch die jungen Soldaten damals in der Kaserne stationiert. Es gab noch Bereitschaften, es gab noch verstärkte Wachen und. Das war der Kalte Krieg. Wenn Sie sich heute an den Kasernentor stellen, ab 16, 17, 18 Uhr, da ist eine Rush-Hour, wie wenn ein großer Betrieb in Berlin-Mitte irgendwann Feierabend hat. Die Leute fahren alle nach Hause. Der eine 10 Kilometer dahin, der andere 20 Kilometer dahin. Das heißt, dieses Bild, die hocken da nur rum und saufen, selbst wenn es mal teilweise gestimmt haben sollte, kann ich nicht mehr bestätigen. Das ist heute nicht mehr so. Andrea Richter hat uns geschrieben, der eigentliche Feind der Bundeswehr scheint nicht in Afghanistan, sondern in der Bundeswehr selbst zu sitzen. Die Führungskräfte der Bundeswehr sichern ihre Strukturen, bilden die Soldaten ungenügend aus und lassen sie nach einer seelischen Verwundung am ausgestreckten Arm verhungern. Was muss am dringlichsten reformiert werden, um die Soldaten nicht weiter kaputt zu machen? Oh, ich glaube, das ist ein schwieriger Komplex, weil da stecken in der Frage eine ganze Menge Probleme drin. Naja, aber Sie aus Ihrer persönlichen Situation heraus, aus Ihrem Erleben heraus, haben ja auch extra eine Organisation gegründet, ja, die Soldaten helfen soll. Also bin ich sicher, dass Sie sofort 5, 6 Vorschläge hätten. Eine Menge. Oder noch mehr. Also ich denke, überschreiben könnte man das mit mehr Ehrlichkeit. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Versorgung... Wenn wir beispielsweise sagen, die Versorgung unserer Soldaten im Einsatz ist uns ganz wichtig. Wir machen eine tolle Vorbereitung, Ausbildung, bla bla bla. Und dann sagen wir, wir haben einen Truppenpsychologen für 4.500 bis 5.000 Soldaten in Nordafghanistan. Und selbst bei kritischen Interviews wird ein Sanitätsoffizier dann gefragt mit der Frage, meinen Sie denn als Sanitätsoffizier, dass dieser eine Truppenpsychologe ausreicht? Und dann kommt die Antwort, wir sind der Meinung, der Truppenpsychologe kommt damit klar. Muss ich sagen, darum geht es nicht. Wie kommen es die 4.500 darum, damit klar? Ob die 4.500 Soldaten damit klarkommen. Und nicht, ob der eine Truppenpsychologe meint, er würde damit klarkommen. Zweites Beispiel. Wenn wir sagen, die PTBS-Zahlen, also die Zahlen, die mit einem von Soldaten, die nach einem Einsatz mit einem ganz schweren Trauma nach Hause kommen, ein Psychotrauma, was so schwer ist, dass es bis in die Arbeitsunfähigkeit führt und das über Jahre bei ganz jungen Menschen. Dann stellen wir, wenn wir die Zahlen der Bundeswehr angucken, fest, es steigt jedes Jahr. Von letztem Jahr hat sich sogar verdoppelt.
wir stellen fest, Afghanistan ist ein ganz schwieriger Einsatz. So, und dann sagen wir, aber die psychologische Betreuung ist gut. Wir sagen auch, es gibt eine Dunkelziffer. Die Ehrlichkeit, die ich einfordere, wäre, dass man sagt, unsere Zahlen